Wir sind hier in Vechta auf der Universitätsstraße. Wir sind hier heute Morgen um 11.15 Uhr etwa von der Leitstelle zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden. Als ich eingetroffen bin, zeitgleich mit dem Notarzt, Rettungswagen war noch nicht vor Ort, war die Situation so, dass wir zwei Fahrzeuge hatten, die unmittelbar nebeneinander standen und im Zaun des Universitätssportplatzes steckten. Die Fahrerin des roten PKWs war eingeklemmt, konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen, war schwer verletzt. Es ging also darum, die Fahrzeuge voneinander zu trennen und eine zügige oder schnelle Rettung der Person vorzunehmen. Wir hatten Glück, dass wir das schwarze Fahrzeug eigenständig befreien konnten. Das heißt, mit etwas Zurücksetzen war es in diesem Moment möglich, dass wir Zugang zu dem roten Fahrzeug mit der verunfallten Person bekommen konnten. Wir haben jetzt zunächst erst RTWs hier vor Ort, die sich um die Verletzten kümmern haben. Aufgrund des Verletzungsmusters wird die Patientin wahrscheinlich mit dem RTH jetzt in eine Spezialklinik geflogen.